Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo ihr Lieben, heute ist Montag, neue Woche und ja, irgendwie Motivation gleich null. Keine Ahnung warum, das Wochenende war eigentlich okay. Ja, heute wurde das letzte Paket für meinen Schrank geliefert. Das war ja der Boden, ohne den man natürlich nicht anfangen konnte, den Schrank aufzubauen. Aber jetzt ist er da. Mal sehen, wann der Schrank steht. Jetzt ist Zeit aber fürs Abendessen und ich habe vor, eine Kartoffel-Porree-Suppe zu machen mit Hähnchenhackfleisch. Und das Hähnchenhackfleisch werde ich auch selber herstellen. Ich habe hier jetzt nur Hähnchenbrustfilet an der Frischtheke in Edeka gekauft. Ja, den Porree habe ich schon vorgeschnitten, das sind zwei Stangen. Und ich lege jetzt einfach mal los mit dem, was noch reinkommt. Ja, Öl ist hier auch schon in dem Topf drinne. Und ist auch schon angestellt. Bei mir kommt nur noch eine kleine Karotte rein und ein paar Kartoffeln. Ja, mehr nicht. Und das wird dann nachher alles püriert. Deswegen werde ich es auch jetzt nicht reiben oder sonst was, sondern einfach mal so schneiden in nicht zu kleine Stückchen. Die Arbeit brauche ich dann jetzt nicht zu machen. Das Öl ist jetzt heiß, also packe ich jetzt schon mal den Porree rein und lasse den jetzt mal ein bisschen anbrutzeln hier. Ja. Jetzt gebe ich einfach noch die Kartoffeln und die Möhre rein und lasse das einfach auch ein bisschen anrösten. Und damit das Fleisch besser durch den Fleischwolf passt, werde ich es kleiner schneiden. So, das Fleisch ist geschnitten. Jetzt gebe ich einfach Wasser rein in den Topf. Und ein bisschen Salz. Und lasse das Ganze einfach kochen. Na komm. Es wickelt sich gerne um den Löffel rum. Deckel drauf und warten, bis es alles kocht. Ja, und jetzt geht es hier los mit dem Fleisch, mit dem Hackfleisch. Ein Stückchen Fleisch rein. Anmachen. Und reinholen. Fertig. In wenigen Minuten, ich glaube 2 Minuten, habe ich für diese 600 Gramm jetzt gebraucht. Und ich weiß ganz genau, was drin ist. Ich habe nämlich frisch beim Fleischer Hähnchenbrustfilet gekauft. Ja, und jetzt heißt es einfach wirklich warten, bis die Suppe kocht. Und eben weich gekocht ist alles. Weil vorher brauche ich jetzt mal nichts zu machen. Also, ich melde mich später bei euch. So, ihr Lieben, das Gemüse blubbert vor sich hin. Und ich mache jetzt schon mal die Pfanne an, in der ich das Hähnchenhackfleisch anbraten will. Ja, das Öl ist jetzt heiß, also kommt das ganze Hähnchenhackfleisch rein. Ich habe in der Zwischenzeit schon den Geschirrspüler eingeräumt. Oh, mein Kamin.
Ja, ich habe den Geschirrspüler eingeräumt und angemacht und den Kamin angezündet und fast wieder ausgehen lassen. Hab gerade noch geschafft, dass es weiter brennt. So, das Hackfleisch muss auch natürlich gewürzt werden. Und zwar Salz. Und Pfeffer, mehr nicht. Oh, ich muss den Pfeffer nachfüllen. Ich habe nämlich Pfeffer gefunden. Ich habe lange danach gesucht, weil jawohl, war der ausverkauft. Wo war ich noch? Irgendwo war ich noch. War auch ausverkauft. Und dann habe ich den doch jetzt endlich irgendwo gefunden. Ist so viel praktischer so jetzt zum Nachfühlen, als jetzt immer wieder dieses Plastikgedöns und dann wegschmeißen. So, jetzt gucken wir, wie weit die Kartoffeln sind. Die sind schon durch. Die Möhren auch. Also darf das Hackfleisch erstmal vor sich hin blubbern. Und ich werde jetzt einfach mal pürieren. So. Ja, natürlich, da ist nur ein klein bisschen Salz, das muss gleich richtig gewürzt werden. Aber erstmal ein bisschen sich wieder um das Hackfleisch kümmern, mal rühren. Und jetzt habe ich hier ein bisschen Hühnerbrühe, nicht viel. Deswegen kommt das einfach rein. Dann ist das alle. Dann erstmal einmal ein bisschen rühren. Ach so, ihr habt gemerkt vielleicht, ich habe einen neuen Stadtmixer. Habe ich mir jetzt doch bei Penny im Angebot geholt. Ja, dann noch Salz. Pfeffer. Und das soll ja eine Käsesuppe werden, habe ich hier wieder mal Frischkäsekräuter. Passt, finde ich, dazu am besten. Ihr merkt, hier ist heute kein Knoblauch drin, weil ich denke, Zwiebelgeschmack von dem Pori, das schmeckt ja nach Zwiebel, reicht schon mal. Ja, und dann kommt wieder Schmelzkäse rein. Jedes Mal reißt mich hier dieses kleine Teil, an dem man ziehen muss, ab. Ah, nervig sowas. Ja, so eine halbe Packung habe ich jetzt reingemacht. Und das Ganze, ups, Deckel fliegt. Rühre ich nochmal um. So, jetzt probiere ich. Wegen Salz. Ein kleines bisschen muss noch rein. Und dann kommt Dill. Ja. Gleich. Ein bisschen Rosmarin. Da. Und Lorbeerblätter. Super kleine. Und das Ganze kommt wieder auf den Herd. Wo ist mein Löffel? Wird einfach umgerührt. Das Hackfleisch brauchen wir nicht mehr zu braten. Das ist fertig. Und jetzt kommt das Hackfleisch rein. Und jetzt reduziere ich die Hitze noch mehr. 2 gerade mal. 2,5. Dann machen wir mal 3. So. Und ich lasse das Ganze jetzt ein paar Minütchen aufkochen und dann ist das fertig. Und dann zeige ich euch, wie es fertig aussieht.
So, die Suppe ist fertig. Ja, so eine Kartoffelsuppe ist eben eine Kartoffelsuppe. Ne? Egal was drin ist, okay, wenn da Tomaten oder Paprika drin sind, dann hat es ein bisschen mehr Farbe. Aber sonst sieht es nach nicht wirklich viel aus. Aber es schmeckt richtig gut. Also, das könnt ihr mir glauben. Ich habe gerade ein kleines Löffelchen probiert. Und wenn ihr das nachmacht, dann merkt ihr das selber. Das ist sehr lecker. Warum wieder Suppe? Ja, Irina badet in Suppen. Ne? Wurde mir schon mal gesagt. Das ist die Frau, die in den Suppen schwimmt. Oder, das hat Elias letztens gesagt. Schöne Grüße und gute Besserung, kleiner Mann. Die Suppenfee. Und auf Facebook hat jemand mich, du bist unsere Suppenqueen, hat mir mal geschrieben, unter irgendeine Suppe. Ja, mag sein, aber wir lieben halt eben Suppen hier. Vor allem Christian und ich esse auch sehr gerne Suppen. Hier ist jetzt ein bisschen Hähnchenkackfleisch, um ja, was zum Beißen zu haben. Wir haben auch diese kleinen Brotkügelchen, die Backerbsen, die gebe ich jetzt auch noch dazu. Dann können sich die Kinder oder auch mein Mann was drauf machen. Ja, das Essen ist fertig. Wir werden jetzt essen. Ach ja, übrigens, Manuel war gestern kurz da. Habe ich mich auch richtig gefreut. Und dann wiederum war ich ein bisschen niedergeschlagen, weil es nun wirklich kurz war, wo er hier zu Besuch war. Und musste dann wieder zurück zur Uni. Bei ihm läuft alles eigentlich ganz gut bis jetzt. Nach, ja, einigermaßen nach Plan. Denke ich mal. So wie er erzählt hat, klang es eigentlich sehr positiv alles. Und was ist noch? Was morgen kommt, weiß ich nicht. Ich bin erstmal mit meiner Schwester unterwegs, weil sie wieder Termine hat. Und dann sehen wir weiter, wann wir uns wiedersehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch. Wer mag, abonnieren, auf Glöckchen klicken, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos von mir. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.